Moinsen und herzlich willkommen zu den Projektkurzvorstellungen von den 13. Kieler Open Source und Linux Tagen. Es gab derer zwei, eine am Freitag und eine am Samstag. Und weil sich nicht alle Projekte an beiden Tagen vorgestellt haben, habe ich mir einfach jetzt mal erlaubt, beide Projektvorstellungen so zusammenzuschneiden, dass ihr alle Projekte jeweils einmal hier im Video zu sehen bekommt. Wundert euch also nicht, wenn in dem Video mal von Freitag und mal von Samstag die Rede ist. Ansonsten möchte ich persönlich auch noch einen kleinen Dank loswerden. Ihr seht ja jetzt die Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mit der Veranstaltung eigentlich aber nicht so viel zu tun, zumindest nicht in dem Sinne, dass ich da groß organisatorisch tätig geworden wäre. Die ganze Veranstaltung wird eigentlich von Hauke organisiert, beziehungsweise Hauke macht die Arbeit. Und von daher gilt mein persönlicher Dank jetzt in erster Linie erstmal Hauke, dass er die ganze Veranstaltung so auf seinen Schultern trägt. Ich weiß nicht, ob er seit 13 Jahren dabei ist oder wie viele Jahre er das schon macht, aber zurzeit macht Hauke die ganze Arbeit und kommt auf der Veranstaltung selber kaum dazu, irgendwas zu machen, weil er entweder gerade das LAN irgendwo fixen muss oder hier das WLAN nicht funktioniert, da irgendwelche Leute, die einen kleinen Stand haben, irgendwelche Fragen haben, und alles wird letztendlich von Hauke irgendwie organisiert. Ansonsten natürlich auch Dank an das Kids. André macht das da so, dass wir da die Räume benutzen dürfen und die Veranstaltung da stattfinden kann. Und danken möchte ich auch noch Maren. Maren macht das Artwork, zum Beispiel für die Videos hier, diese schöne Folie, die ihr jetzt gerade so drumherum seht. Das kommt alles von Maren. Ich glaube, die T-Shirts hier kommen auch von Maren. Die macht das designtechnisch ganz klasse. Und noch ein Dank an Susanne. Susanne hat die zweite Kamera bedient, weil wir hatten Vorträge in zwei Räumen und ich kann mich relativ schwer zweiteilen. Und Susanne war so nett, ohne große Kameraerfahrung sich dahinter zu stellen und aufzupassen und zu gucken, dass das irgendwie alles funktioniert. Jetzt möchte ich aber auch gar nicht länger faseln. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Projekt Kurzvorstellungen und wenn alles gut geht, seht ihr jetzt alle ein bis drei Tage neues Video hier auf dem Kanal von den Kieler Linux-Tagen. Das liegt da einfach daran, dass ich die ganzen Folien einzeln reinrendern muss und die ganzen Beschriftungen machen muss und alles, was dazugehört. Das dauert pro Video ungefähr 3 bis 5 Mal so lange, wie das Video lang ist. Wir müssen uns da für die nächsten Jahre irgendwas Praktischeres überlegen, dass wir das schneller fertig kriegen. Von daher nochmal sorry von mir, dass das jetzt so ewig lange gedauert hat, bis das mit den Videos hier losgeht und dass die jetzt auch nur so tröpfchenweise kommen. Aber es ist am Abend immer jeweils nur maximal ein Video zu schaffen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und sage spätestens bis zum nächsten Jahr oder bis zum nächsten Video. Auf bald! Moin Moin, herzlich willkommen zu den Projektkurzvorstellungen am heutigen Samstag. Dabei geht es darum, dass die Projekte, die entweder unten an Ständen vertreten sind oder ja eigentlich die bloß an den Ständen unten vertreten sind, 2 Minuten die Möglichkeit haben, ihr Projekt so vorzustellen, dass ihr unbedingt nach unten möchtet, um euch das einmal genau anzugucken. Und den Anfang macht gleich TopPoint. Ich halte es einfach mal so. Ja, hallo, mein Name ist Adrian. Ich referiere jetzt ersatzweise für die TopPoint. Also wir haben unten einen kleinen Stand aufgebaut, wo wir unsere Frickelecke präsentieren. Hier ist das so in Stichworten zusammengefasst, was wir so bei Frickel machen. Das ist eigentlich Elektronikgebastel mit Mikrocontrollern, insbesondere Arduino. Und der Vorteil davon ist, dass man einfach loslegen kann. Diese Arduino-Plattform ist ja zum Einstieg sehr leicht. Aber wir machen auch fortgeschrittene Projekte, wo man eigene Platinen designt und mit eigener Software dann bespielt. Die LED-Streifen sind im Moment sehr beliebt. Da gibt es auch Bibliotheken, die auch Open Source sind zum Ansteuern. Aber eigentlich möchten wir nur kreativ mit der vorhandenen Technik sein und das maximal Mögliche dort hinausholen, was man aus diesen kleinen Platinchen da rausbekommen kann. Ja, wir treffen uns jeden Freitag ab 19 Uhr in der TopPoint. Die meisten basteln aber auch Montag oder Donnerstag, das ist wild gemischt immer bei uns. Die TopPoint ist ja nicht nur Frickel. Wir haben auch noch einen Techniktreff, der sich mit Linux insbesondere beschäftigt oder allgemein mit Open Source Software, Servertechnologie, das ist donnerstags. Und unser Chaos Montag, dort macht dann jeder, was er gerne möchte. Ja, wenn ihr Interesse habt, irgendwas zu basteln oder einfach mal reinzuschauen, wir sind unten, hier schräg unten links. Und wir würden uns freuen auf ein paar Besucher. Jo, so viel zur TopPoint. Nächste Folie. Ah ja, CAC. Ich übergebe mal. Gut. So. Kann man mich so weit hören? Gut. Okay. Kennt irgendjemand das CAC-Projekt oder?
gar nicht. Ah, 1, 2, 3. Gut, dann machen wir mal den Anfang kurz. Also CAZ ist eine Zertifizierungsstelle, die verschiedenste X509-Zertifikate anbietet. Client- und Server-Zertifikat kennt man ja vielleicht so vom Webseiten besuchen oder E-Mails mit Signatur versenden. Ein bisschen interessanter ist das Document Signing, weil da kann man einfach ein OpenOffice oder ein PDF nehmen und das signieren. Und das Schöne ist, wenn es danach verändert wird, dann geht diese Signatur einfach kaputt. Das ist wie letztendlich versiegelt. Kann man halt nutzen, wenn man Dokumente hat, wo man sagt, ja, ich möchte, dass das so stehen bleibt. Und wenn irgendjemand das ändert, dann soll bitte das Siegel kaputt gehen. Gut, Code Signing ist letztendlich das Gleiche, was man für Software verwenden kann. Also wenn man beispielsweise die falsche Veranstaltung, eine Exe hat, kann man die signieren. Und wenn dann die auf dem Weg oder wenn sie mal mit dem USB-Stick woanders hingebracht wurde, verändert wurde, durch ein Virus zum Beispiel, dann geht die halt auch kaputt, die Signatur. Und das Betriebssystem sagt dann, irgendwas ist mit dem Programm irgendwie komisch. Gut, so, dann komme ich mal ein bisschen zu den Sachen, die jetzt aktuell noch dazugekommen sind in den letzten Monaten. Einerseits haben wir den Prozess, wie Root-Zertifikate erstellt werden, beziehungsweise wie die Wiederherstellung davon abläuft, dafür einen Prozess gebaut über 1-2 Jahre und haben den dann mal erfolgreich durchgetestet. Ebenfalls haben wir das gleiche Spielchen einmal für ein Class 1 Root-Resigning gemacht und die nächste Veranstaltung ist jetzt diesen Sonntag ein sogenanntes Assura Training Event in Nykøbing in Dänemark. Jo, da gibt es noch weitere Informationen, auch so eine Kurzeinführung in Deutsch, wer das hier mit QR-Code scannen will. Jo, und dann sage ich danke. Wen haben wir jetzt als nächstes? Wer möchte? Geh einfach mal runter, guck, wer als nächstes. Was denn? Schau doch mal, wer als nächstes in den Folien kommt. Oh, Kubuntu. Ja. So. Ja. Einfach oben. Also erstmal, wie man sieht, habe ich meine aktualisierten Folien vergessen, aber zum Glück hat der Hauke noch meine alten Folien rumliegen. Also ich heiße Monika Eggers, ich komme von kubuntu.org. Ich wohne in der Nähe von Heidelberg und bin gestern durch die Landschaft geguckt, um hierher zu kommen. Mit 1,5 Stunden Verspätung im Zug. Was ist Kubuntu? Kubuntu ist eine Linux-Distribution, die gehört zu der Ubuntu-Familie, zu der auch Xubuntu und Lubuntu und das eigentliche Ubuntu mit Unity gehört. Die unterscheiden sich alle anhand von den grafischen Oberflächen. Kubuntu benutzt dabei KDE. Alle 6 Monate kommt eine neue Version. Jetzt ist die nächste Version natürlich nicht 13.04, sondern also die aktuelle ist 15.04. Zuerst kommt immer die Jahreszahl und dann 04 für April und 10 für Oktober, weil immer im April und im Oktober eine neue Version rauskommt. Also jetzt im Oktober ist die nächste dran. Es ist sehr einsteigerfreundlich, besonders einfach zu installieren. Man sagt immer, ja, das kann man inzwischen von einem Huhn installieren lassen, indem man einfach ein paar Körner auf die Enter-Taste legt und das pickt ein paar Mal drauf und dann ist es durch. Es werden keine Fragen gestellt wie, ja, welchen von diesen Texteditoren möchtest du haben? Das weiß man ja als neuer Linux-User sowieso noch nicht, sondern es wird für jeden Zweck ein Programm einfach installiert. Und dann kann man sich, nachdem das System erstmal da ist, dann überlegen, wenn man noch irgendwelche anderen, wenn man halt Chrome statt Firefox haben möchte, dann installiert man es halt nach. Also nicht nur einfach zu installieren, sondern auch einfach zu benutzen, weil Kubuntu für Leute, die von Windows kommen, leichter zu benutzen ist. Unity ist vielleicht für Leute, die von macOS kommen, etwas einfacher. Und auch die Community ist sehr einsteigerfreundlich, also kriegt man relativ selten ein Ritze-Fucking-Manual an den Kopf geworfen, sondern wird auch meistens relativ nett an die Hand genommen, auch für Fragen, die immer wieder auftauchen, weil das einfach mehr das Verständnis dafür da ist, dass Leute, die halt von einem anderen Betriebssystem kommen, halt auch sehr grundlegende Sachen einfach nicht wissen können. Kubuntu.org ist die deutschsprachige Kubuntu-Community, also auch für Österreich und den deutschen Teil von der Schweiz. Der aktivste Teil ist auf jeden Fall das Forum. Es gibt aber auch Chat, es gibt News auf der Seite, eine Mailingliste. Das Wiki ist eher nicht so gut, da würde ich eher so auf das Ubuntu-Users-Wiki verweisen, weil unser Wiki nicht so aktuell ist und wir gehen auf Messen. Und wir können mehr aktive Leute brauchen, die den Neu-Usern helfen und die den Server mit administrieren. Ja.
Na gut, alles klar. Ja, hallo, ich bin Torm von Flowy Apps. Wir sind ein kleines Startup hier aus Kiel. Wir sitzen da drüben auf der anderen Seite von der Uni im Wissenschaftspark im Coworking Space Starter Kitchen. Und wir arbeiten seit 3 Jahren an unserem Projekt Reds. Und ja, Reds ist halt ein Open-Source-Projekt, deswegen sind wir hier. Und worum geht's bei Reds? Wir haben halt, so wie die Cloud momentan irgendwie funktioniert oder das Internet, das finden wir halt eigentlich gar nicht so cool, weil irgendwie sämtliche Daten, die man irgendwie im Internet verarbeiten will, über irgendeine Web-App oder so, halt zwangsläufig bei den ganzen Anbietern immer landen. Und das wollten wir halt irgendwie ändern, deswegen haben wir halt eben Reds entwickelt. Und bei Reds ist es halt eben so, dass man ganz einfach seine eigene Cloud zu Hause benutzen kann, um halt trotzdem Web-Apps im Internet zu benutzen. Und was man sich dadurch halt spart, ist, man hat eben keine Installation von irgendwelchen lokalen Server-Anwendungen, die man irgendwie erstmal auf seinem NAS oder so installieren muss, sondern man kann einfach ganz normal die Web-Anwendung benutzen, indem man die Seite öffnet und muss dann nur bei der Anmeldung angeben, sozusagen den Speicherort, den man verwenden will und kann dann da seine Daten speichern. Das Ganze wird halt verschlüsselt, bevor es den Browser verlässt und landet dann sozusagen verschlüsselt auch erst auf dem endgültigen Speicherpunkt, sodass halt eben weder der Anbieter noch irgendwelche dritten Parteien mitlesen können. Und ja, wenn irgendjemand jetzt sich fragt, wie funktioniert das Ganze eigentlich und irgendwie da mehr darüber wissen will, ich glaube jetzt direkt nach den Kurzvorstellungen hier mache ich halt nochmal einen halbstündigen Vortrag, wo es dann ein bisschen darum geht, wie das eigentlich Protokoll aussieht und wie die Verschlüsselung funktioniert und solche Sachen und wie man damit arbeiten kann. Also ja, das war's. Ja, mein Name ist Mike Woscheschak. Ich bin von der Firma Wobe Systems, eine Kieler Firma. Im Zuge unserer Produktentwicklung haben wir ein Netzwerkprotokoll entworfen, das vor einigen Jahren schon einige Probleme gelöst hat bei der Peer-to-Peer-Kommunikation in unseren Produkten. Das haben wir seit einigen Monaten Open Source gestellt unter der LGPL 2.1. Und das möchte ich einmal kurz vorstellen. Das Besondere an TML ist, wir verwenden eine einzige TCP-Verbindung für eine skalierbare Kommunikation, anders als viele andere Protokolle, die für die Kommunikation mehrere Verbindungen aufbauen müssen. Warum das gut ist oder schlecht, kann ich vielleicht, wenn es jemand interessiert, später mal erklären. Im Großen und Ganzen macht es aber die Kommunikation von kleinen Nachrichten mit kleinen Nachrichten deutlich schneller. Wie funktioniert das über eine Leitung? Wir verwenden ein Multiplexing auf Anwendungsprotokollebene, zerlegen große Nachrichten in kleinere Stücke und schicken sie über eine einzelne Leitung. Damit wird verhindert, dass dass Blocking-Effekte auftreten, sodass kleinere Nachrichten nicht auf große Nachrichten und auf deren Verarbeitung warten müssen. Das Protokoll selbst bietet für die Entwicklung von Schnittstellen Profile und eben Kanäle. Ich kann also verschiedene Schnittstellen über ein und dieselbe Verbindung laufen lassen. Das wäre dann im Prinzip äquivalent mit verschiedenen Verbindungen mit unterschiedlichen Protokollen. Das Ganze soll möglichst unabhängig von Sprachen sein. Wir unterstützen zurzeit C, C++, Python, Delphi, Lazarus, Java mit einer GNI-Anbindung ist in Arbeit, wird demnächst veröffentlicht und aktuell unterstützen wir Linux, OS X, Windows, Android und am FreeBSD-Port wird aktuell auch gearbeitet, sodass der entsprechend demnächst verfügbar ist. Mehr Informationen gibt es unter libtml.org. Da ist auch ein Link zum GitHub-Repository, wo die Software runtergeladen werden kann. Und Links zu Dokumentation. Das war's. Ja, schönen guten Tag. Ich bin der Dominik. Ich bin aus Hamburg hierher gekommen, um euch ein bisschen was über freie Software zu erzählen. Das ist unser Fachbegriff, unter dem wir Open Source Software genauso bezeichnen. Im Prinzip jedes Projekt, was ihr bisher gesehen habt hier bei den Projektkurzvorstellungen, basiert darauf auf freien Softwarelizenzen. Der Kollege hat es gerade schon gesagt, die General Public License oder GPL ist eine freie Softwarelizenz.
Das Ganze muss natürlich auch im politischen Rahmen funktionieren. Es wäre blöd, wenn politische Gesetze, der rechtliche Rahmen einfach nicht mit den Lizenzen zusammen funktionieren könnte. Deswegen braucht es auch politische Vertreter, Leute, die Lobbyismus betreiben und dafür auch bis nach Brüssel gehen, um diesen gesetzlichen Rahmen einfach auch zu gewährleisten und mit den Politikern reden, dass sie nicht irgendwelchen Blödsinn entwickeln, der nachher mit den freien Softwarelizenzen in Konflikt gerät. Das ist die Free Software Foundation Europe. Wir sind eine Schwesterorganisation der Free Software Foundation in den USA und wir kümmern uns halt genau darum, dass eure Freiheiten, die ihr mit einer freien Softwarelizenz bekommt, wenn ihr euch Linux installiert oder sonst was, dass die dann auch gewährleistet bleiben. Ja. Außerdem rufen wir ein bisschen dazu auf, auch freie Software mehr zu benutzen, freie Software auf dem Android-Handy zu benutzen. Wir können uns gerne dann auch bei uns am Stand unten nochmal drüber unterhalten, was alles mit freier Software möglich ist, was die FSFE alles macht. Es wird morgen einen kleinen Workshop geben, wo wir dann denen, die es noch nicht kennen, F-Droid auf dem Handy installieren können, da euch dabei supporten können, F-Droid und freie Software auf dem Android-Handy zu installieren. Ausgenommen der Betriebssysteme, wir machen keinem das Handy kaputt. Ja. Geht los. OpenSUSE, Linux-Distribution. So, wir haben auf unserem Stand eine Linux-Distribution, die OpenSUSE. Dort können Sie dann entsprechend das System bei uns auf dem Stand testen. Hier eine kurze Aufstellung. Linux-Distribution ist ein alternatives Betriebssystem neben Windows und Mac OS X. Über 1000 Softwarepakete können Sie dort direkt installieren. Da sind Brennprogramme drauf, da sind Büroprogramme und noch viele, viele weitere Anwendungen. Es gibt da auch eine große Auswahl an Desktop-Umgebungen, zum Beispiel wie KDE, LXDE, GNOME, XFCE und noch viele, viele weitere andere, die kann man installieren. Dies, GNOME und KDE können Sie bei uns am Stand testen und ausprobieren, gerne. Und dann haben wir hier noch das JAS-Werkzeug. Damit können Sie dann Drucker einrichten, Scanner, Netzwerkdienste, Benutzerverwaltung. Das ist das System oder dieses Konfigurationstool. Das können Sie dann über dieses Tool quasi die Einstellungen am System vornehmen. Das ist in diesem System für OpenSUSE einmalig. Das enthält viele, viele Module. Und das können Sie auch gerne bei uns am Stand einmal ansehen, was für Module es gibt, welche Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Dann als letzten Punkt möchte ich anführen, einfach mal bei uns vorbeizukommen und sich das System einfach anzugucken. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Cornelius Kölbel und wie man schwer sieht, will ich was zu Passworten und Anmeldeverfahren erzählen. So heute immer noch der üblich verbreitete Weg, irgendwie Passworte auszuspionieren, ist einfach mal zu gucken. Ja? Also weiß ich nicht, im ICE sitzen, einfach mal gucken, was so Reihe vorne dran, alles klar. Also immer noch probates Mittel. Hier, die wir hier sitzen und uns alle mit Passworten, wo auch immer, anmelden, sind also nicht nur potenzielles Opfer von Script-Kiddies, sondern auch von Fernglas-Kiddies. So. Was macht uns also was will uns also die Consumer-Commodity-Branche weismachen? Passworte, wollen sie uns also erzählen, Passworte sind total out, Passworte sind total unsicher. Nimm doch dein iPhone mit dem Fingerabdruckscanner, denn Fingerabdrücke sind manchmal ganz angeblich irgendwie total sicher, aber wie man halt hier sieht, habe ich bei Fingerabdrücken irgendwie das andere Problem. Die können halt auch auf andere Art und Weise mal abhanden kommen. Also ist die Frage, will ich wirklich so meinen Fingerabdruck verwenden, ist natürlich ein anderes Angriffsszenario, als ein Passwort anzugucken. Ja? Aber so. Ach, jetzt habe ich hier, Entschuldigung. Jetzt neulich, wer hat das gelesen? Dann sagen also alle, ey, super, NFC ist der neue heiße Scheiß irgendwie. Ja, dann gab es doch die Leute mit NFC-Ring und so. NFC ist wieder ein Besitz.
Ich besitze den Ring. Wenn ich diesen Ring habe, kann ich mich anmelden. Jetzt habe ich vor wenigen Tagen also irgendwie so einen Artikel gelesen, war es bei Slashdot oder so, ich weiß nicht. Da hat also hat einer berichtet, dass er sich seinen NFC-Tag hier irgendwie hier in subkutan irgendwie hat einoperieren lassen. Und das ist total geil, weil ach, der nimmt einfach sein Smartphone in die Hand und kann machen und tun und so. Und das ist ja ein Besitzfaktor, der geht ihm auch nicht abhanden. Aber wir haben ja schon den Vorgucker gemacht, manchmal geht vielleicht auch so ein Besitzfaktor abhanden. Also wir sehen, es gibt reichhaltige Probleme bei der Fragestellung, wie möchte ich mich irgendwie authentisieren? So, genug geschockt. Jetzt zum Schluss etwas Persönliches. Ich stelle hier also das Projekt Privacy Idea vor. Da ist der Ansatz quasi, dass möglichst Leib und Seele irgendwie unverletzt bleibt und man sich also auf authentisiert, indem man zwei Faktoren verwendet, also ein Faktor Wissen und ein Faktor Besitz. Und das Projekt Privacy Idea stellt also ein System zur Verfügung, mit dem ich halt diese Faktoren für meine Benutzer verwalten kann. Es können viele verschiedene Faktoren sein, hier also so klassische Besitzfaktoren, die, wenn sie mir geklaut werden, vielleicht nicht ganz so wehtun. Und dann kann ich halt, wenn ich dieses System am Start habe, verschiedene Applikationen dagegen authentisieren. So. Unten gibt es auch einen Stand, da kann man sich weiter informieren. Irgendwie gibt es um 13 Uhr einen Vortrag und das war es dann von meiner Seite. Vielen Dank. Kann ich euch nur dazu auffordern, einfach mal unten vorbeizugucken bei den Jungs, auch mal zu sagen und Mädels, Entschuldigung, was sie wirklich tun, was sie da wirklich machen, wen es interessiert. Spannende Sachen. Okay, ich danke. Ja.